Cheer! Konzept 2005. Ja, Mann. Mein Name ist Patrino. Und meiner Walker Junior. Das Leben ist zu kostbar, um es einfach zu verschwenden. Oder nur zu arbeiten und später trist zu enden. Ich führe mein kurzes Leben in Einklang mit dem Herrn. Du kannst sagen, was du willst. Verdammt, ich tu das gern. Er zeigt mir das Wahre und den richtigen Weg. Ohne seine Hilfe wäre manches viel zu spät und völlig falsch gelaufen. Er öffnete meine Augen. Ohne sein Support würde ich heute noch nichts taugen. Zuvor war ich verplant, ich hab gar nichts mehr verstanden. Die Noten wurden schlechter, kein Denkvermögen vorhanden. Alles war beschissen und ich veränderte mich. Ich war viel zu früh in jungen Jahren dicht. Mir war alles egal, ich hab auf Schule geschissen. Bis Alkohol vergiftete, wer konnte das denn wissen? Genau dies änderte mich, ich fing neu an zu denken. Über System, Leben und das wär's verschenkt. Leute, was geht ab? Manipulation. Öffnet nun die Augen, ihr seid monoton. Sucht nach dem wahren Sinn und Zweck des Lebens. Und ihr werdet sehen, es ist nichts mehr vergebens. Leute, was geht ab? Manipulation. Öffnet nun die Augen, ihr seid monoton. Sucht nach dem wahren Sinn und Zweck des Lebens. Und ihr werdet sehen, es ist nichts mehr vergebens. Da kann ich meinem Homie Patrino nur recht geben. Das, was er sagt, könnt ihr jeden Tag erleben. Lasst euch nicht von heimtückischen Medien blenden. Wir wollen euch das Wahre in unseren Worten senden. Das Text ist für mich sowas wie Tagebuch. Fang ganz unten an, immer wieder ein neuer Versuch. Leute immer noch nicht geblickt, das Leben ist kein Spiel. Stattdessen macht er einen auch verschickt und labert viel. Ein Großteil der Menschheit lebt in einer Spaßgesellschaft. Wissen ist Macht, Gott allein hat die ganze Macht. Geht auf Partys und macht rum mit Ladies. Zieh mich lieber zurück und denk nach bei einem Glas Baileys. Jungs, das können nicht, macht lieber einen auf Bad Boy. Ihr steht im falschen Licht, seht die Ladies nur als treu. Hab schon viele Fehler gemacht und sie bereut. Bin wegen Gefühlen meiner Liebe total zerstreut. Leute, was geht ab? Manipulation. Öffnet nun die Augen, ihr seid monoton. Sucht nach dem wahren Sinn und Zweck des Lebens. Und ihr werdet sehen, es ist nichts mehr vergebens. Leute, was geht ab? Manipulation. Öffnet nun die Augen, ihr seid monoton. Sucht nach dem wahren Sinn und Zweck des Lebens. Und ihr werdet sehen, es ist nichts mehr vergebens. Okay, was soll ich sagen? Ich rappe nicht für euch, nicht für Ruhm, Geld oder sonstiges Zeug. Ich tu das hier für mich, um Dinge zu bewältigen. Ich suche auch nicht nach jeglicher Vergeltung. Ich sehe meine Musik als eine Art von Therapie. Denn das sonstige Leben ist eher wie Autarkie. Ich versuche im Rap die Dinge zu verarbeiten. Dies hilft mir dann, meine Wege zu beschreiten. Ich höre so viele sagen, der Weg sei das Ziel. Doch wenn das so ist, dann erwartet euch nicht viel. Und mit solchen Ansichten kommt ihr nicht so weit. Ihr meint, ihr seid zufrieden, bis zu welcher Zeit? Ihr öffnet dann die Augen und seht, es ist zu spät. Euer Leben ist vorüber. Vorbei, Mann, was geht? Was habt ihr so erreicht? Eigentlich nichts. Ihr könnt nichts mehr ändern, ich sag's euch ins Gesicht. Leute, was geht ab? Manipulation. Öffnet nun die Augen, ihr seid monoton. Sucht nach dem wahren Sinn und Zweck des Lebens. Und ihr werdet sehen, es ist nichts mehr vergebens. Leute, was geht ab? Manipulation. Öffnet nun die Augen, ihr seid monoton. Sucht nach dem wahren Sinn und Zweck des Lebens. Und ihr werdet sehen, es ist nichts mehr vergebens. Wir das Konzept möchten euch die Augen öffnen. Das Leben ist nur einmal, ist alles andere als geblufft. An grauen Tagen sitze ich auch verzweifelt an meinem Fenster. In der Schule rufen sie mir nach, yo Gangster. Bin eigentlich ein lieber, sehr sympathischer Mensch. Wie kannst du scheiße labern, Junge, wenn du mich nicht kennst? In Problemsituationen bin ich keiner, der wegrennt. Kann ich was dafür, wenn ihr das halbe Leben verpennt? Schon als kleiner Junge war ich mit Gott im Einklang. Patrino an meiner Seite, Glaube ist kein Zwang. Mit Problemen haben wir uns durchs Leben gekämpft. Durch Gott und unseren Glauben wurde alles gedämpft. Steh frontal mit positivem Blick in die Zukunft. Menschen durchs Leben, man kommt endlich zur Vernunft. Weiß nicht, wohin die Wege gehen, hier noch ein Rat. Denk mal über das nach und folg Gott nach. Leute, was geht ab? Manipulation. Öffnet nun die Augen, ihr seid monoton. Sucht nach dem wahren Sinn und Zweck des Lebens. Und ihr werdet sehen, es ist nichts mehr vergebens. Das Konzept will euch nur mit der Wahrheit konfrontiert. Also steht jetzt auf und fangt an, es zu probieren. Peace out.